So, willkommen zurück zu Final Fantasy VI. Wir sind hier im Phantomwald, beziehungsweise wir haben jetzt einen Zug im Phantomwald selbst gefunden. Und was bedeutet das alles? Ein Zug am Bahnsteig? Nicht zu träumen wagte ich, dass die Flammen des Krieges auch nur eine der Bahn verschont hätte. Vielleicht gibt es Überlebende, wir sollten nachsehen. Ja, dann schauen wir doch direkt mal nach, was hier abgeht im Zug. Oh, sieht aus, als können wir von hier aus rein. Zu sibbeln. Nein, der Finger. Wir kommen nicht weiter, wenn wir hier draußen rumlungern. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, Sibyl. Mach dir keine Sorgen, würde schon schief gehen. So, Sibyl. Scheint ja nicht so beliebt zu sein. Nichts wie raus hier, dies ist der Phantomzug. Zu spät. Fährt er los? Der Phantomzug. Was soll uns das sagen? Ist das überhaupt ein Zug? Oder ist es nur ein Geist? Ein Geisterzug? Aber wer ist dann der Lokführer? Wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall erwarten uns schon mal Untote als Gegner. Das passt zu einem Phantomzug, würde ich sagen. Aber die müssen schneller tot gehen. Alles klar, dann schauen wir uns mal um. Wir müssen runter von diesem Zug. Ah, okay, ich hab's begriffen. Wir sollen versuchen, hier wieder reinzugehen, beziehungsweise rauszugehen. Aber ich könnte jetzt schon ahnen, dass das nicht funktioniert. Hier nämlich, ne? Die Tür geht nicht auf. Wir waren nicht schnell genug. Was soll das, das für ein seltsames Gefährt? Der Phantomzug, er geleitet die Seelen der Toten in die Welt der Geisterung. Moment mal. Soll das heißen, wir sind auf dem Weg ins Jenseits? Hey, ich habe kein Ticket gelöst. Ich fürchte, danach wird euch niemand fragen. Nix da, nicht mit mir. Wenn wir nicht ausscheiden können, dann müssen wir den Zug eben zum Halten bringen. Auf nach vorn zur Lokomotive. Ja. Jetzt dürfen wir. Oh, jetzt sind hier auf einmal komische Geister. Er greift an. Oh. Ich greife an. Du hast mich doch angegriffen. Das müssen wir nochmal klären, kleiner Geist. So geht's ja nicht. Ich werde die Nanny holen. Wie heißt sie gleich? Die auf die Kinder aufpasst? Die böse Nanny? Ab auf die stille Treppe mit dir, böser Geist. Oh, ein Bomber. Bomber sind was Besonderes in Final Fantasy. Aua. Bomber laden sich nämlich auf, wenn man sie angreift. Und wenn man sie nicht schnell genug kaputt kriegt, dann explodieren die. Machen ganz viel Aua. In dem Fall jetzt nicht. Aber im Normalfall ist das so. Glaub mir, ich lüge nicht. Ja. Sind wir hier schon? Richtig? Ich bin mir nicht sicher. Mehr Kämpfe. Ja, ich hoffe, da kommen nicht allzu viele und so schwierige Gegner, weil ich habe ja nicht daran gedacht, Potions zu kaufen. Beziehungsweise nicht genug Potions. Ja. Hier sind wir falsch. Hier geht's nicht weiter. Lass mich durch. Präventivschlag auch noch, okay? Kein Entkommen. Das wollen wir doch erstmal sehen. Blöder Geist. So. Mit dir auch ab auf die stille Treppe. Ui, was war das denn? Kein Entkommen. Hä? Kein Entkommen. Was ist das für eine Stimme? Ich hab vorhin zu kommen. Kein Entkommen. Ein ganzes Nest. Keine kommen! Hier auch! Bleib hier! Komm zu uns! Werd wie wir! Nein, niemals! Bleib hier! Komm zu uns! Werd wie wir! Ist ja gut, ihr kleinen Geister! Bleib hier! Ab auf die stille Treppe! Ihr alle! Ganz schön anhänglich!
Wie viele sind das, verdammt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, was bleibt uns? Eine Sackgasse. Es bleibt uns eine Sackgasse. Liebe Kinder, das ist eine Sackgasse. Kein Problem. Kam euch die rettende Idee? Zeit für eine kleine Demonstration meines Könnens. Hier rüber, Sehren. Oh. Oh, nein, da sind wir abgerutscht. Macht nichts. Denn wir sind cool. Wir sind verdammt cool. Keine kommen. Was? So nicht etwa. Oh Gott, noch mehr von denen. Ganz schön anhänglich. Wir müssen den hinteren Waggons abkoppeln. Dann geh ich mal hier rein. Das ist ein Schalter. Diesen werde ich drücken. Was bringt er? Hopp. Abgekoppelt. Ausgezeichnet. Hätten wir das schon mal geklärt? Die sollten los sein. Dann gehen wir jetzt... Hier gehen wir nicht lang. Anscheinend. Gehen wir nochmal hier rein. Kann ich hier durch? Nö. Was denn dann? Wo muss ich lang? Jetzt bin ich überfragt. Da ist da noch was. Muss ich hier drücken? Hier nochmal drücken? Ah, okay. Alles klar. Klappt. Würde mich kurz interessieren, ob wir noch ein Zelt haben. Nein, nicht mal ein Zelt haben wir mehr. Aber ein Schlafsack. Ja, wen halte ich Schlafsack denn jetzt? Den ersten, wo wir ihn benutzen? Ach so. Können wir benutzen. So. Benutzen wir einfach mal alle. Was soll der Geiz? Also, weiter geht's Richtung nach vorne. Das ist natürlich sehr präzise. Oh, wir treffen noch mehr Gegner. Zur Abwechslung gibt es mal Gegner. Darf ich hier durch? Danke. So, so weit kann es ja nicht mehr sein. Können wir außen rum? Oder gehen wir innen lang? Was ist das denn? Futter, Futter, bring so viel du tragen kannst. Ui. 3-Sterne-Buffet. Ob der Verzehr dieser Speisen wohl ungefährlich ist? Sei doch nicht immer so spielverderber. Die Jungs sahen nicht aus, als hätten sie Ärger mit dem Gesundheitsamt. Außerdem kämpft er sich schlecht mit Lärmwagen. So tut, was ihr nicht lassen könnt. Euch aufzuhalten wäre sicher sowieso zwecklos. Negative Zustandsveränderungen wurden geheilt. TP und MP sind aufgefüllt. Ausgezeichnet. Abdecken, bitte. Danke. Mach dich weg. Kommst auch auf die Treppe. Okay, die Wampe ist voll. Von mir aus kann's weitergehen. Aber wo geht's lang? Hier nicht? Dann gehen wir außen lang. Klingt das gut? Ich finde schon. Okay, da ist noch ein Raum. Den wollen wir uns natürlich unbedingt ansehen. Nach dem Kampf gegen diesen schönen Bonbon. Hier geht's rein. Okay, hier ist eine Truhe. Das ist ein Phantomzug. Ich speichere. Öffnen. Männerstimme, nicht so voreilig. Hm? Wer bist du denn? Siegfried? Ich bitte dich. Gestatten, Siegfried! Meines Zeichens der größte Schwertkämpfer der Welt. Und dieser Schatz gehört mir. Also zieht eine, ihr Witzfiguren. Großer Schwertkämpfer der Welt? Größer Maulfleisch, Schwab. Welche Respektlosigkeit. Und das von einem Superkasper wie dir. Schmecke meinen Stahl. Dann komm mal her, Siegfried. Siggi, seht meine Fechtkunst. Für euch gebe ich eine Kindervorstellung. Ihr werdet weinen zu euren Mamis rennen. Au, Siegfried, bitte nicht. Aua, aua. Aua. Hui. Ja, da bin ich gut, oder was? Gebt ihr auf? Siegfried, da habe ich mir jetzt mehr erhofft. Du siehst so cool aus.
Dann so ein Mist. Also, den werden wir mal schnell vernichten. Aua, Siegfried, bitte. Du kitzelst. Gelbkirsche erhalten. Wie jetzt? War das etwa schon alles? Verdammt, wie gemein. Doch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du Scheißkerl. Schatz ist mein. Tschüss, ihr Troll. Der Mistkerl hat unseren Schatz geklaut. Wer weiß, was da drin war. Die ultimative Ultima-Waffe wahrscheinlich. Hm, hier ist mal nichts. Ein leerer Raum kommt immer gut. Das macht Spaß. Noch ein Kampf. Noch ein Kampf. Ah, da kommt der Hundi. Ich liebe dich. Aber er trifft nicht. Wie heißt der gleich? Penetrator? Inkubator? Wie heißt der Hund nochmal? Ich bin immer so vergesslich. Naja. Zion schaut auf, Zemmen steigt auf. Das ist ja eine feine Sache. Feini, feini. Das ist ein Lokführer? Wer ist das? Ein leerer Raum. Aber wir sprechen mit dem Typen da gleich. Nach diesem Kampf. Wir sprechen mit dem Typen nach diesem Kampf. Sprech mit mir, du Mensch. Mistkerl, Fink. Schaffner, wie man diesen Zug einhält? Nun, wer sich im Maschinenraum umsieht, soll die Antwort finden. Der Maschinenraum? Oh, hier sind ja viele Truhen. Und ich weiß, unter einer Truhe erwartet uns was Besonderes. Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, schöne Nächte. Tschüssi.